Shiny Lilligant gegen Velvet und Ruby. Liebe Arena-Leiterburg-Freunde, bei der letzten Session hatten wir einen vielversprechenden jungen Gegner. Und zwar nennt er sich Shiny Lilligant. Mit diesem Shiny Lilligant kommt er auch ins Turnier oder in die Arena-Leiterburg. Und hat es bisher schon mehrfach dabei gehabt. Er hat sich sehr souverän geschlagen, hat die ganzen Einzelkämpfe hinter sich gebracht, continuous verdient und dann, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, gegen Scavola seine erste Niederlage kassiert. Hat das Continue eingesetzt und sie dann bezwingen können und somit den vierten Arena-Leiter besiegt. Jetzt allerdings, meine Freunde, geht es weiter mit Velvet und Ruby. Und wenn er diese schafft, kommen noch die Queen und Shanti. Aber zuerst muss er jetzt an diesen hier vorbei. Und ob er das schafft, das sehen wir jetzt. So, wir haben wieder ein gefährliches Gegnerteam. Gefährliche Pokémon. Wir werden sehen, wie er sich schlagen wird in diesem Kampf. Die Nebelmaschine probably ganz okay. Aber ich glaube auch, dass er mit seinem Staloboar reinkommen könnte. Unter Umständen. Okay. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, die Nebelmaschine wird maybe ganz gut sein. Moshpit für den Bedroher. Maybe Lied Singer? Fragezeichen oder Pyrotechniker? Und die Rampensau. Wobei natürlich Background Dancer auch mega nice wäre, right? Aber ja, wir schauen mal. Ehrlich gesagt, wir haben eine relativ gute Team Composition und ein gutes Team. An der Stelle können beide Gegner gewinnen. Oder beziehungsweise beide von uns können gewinnen. Denn das ist ein Team, was sich gegenseitig schön ausspielen kann. Er hat viele Stahl-Pokémon und ich habe viele Feen und Kampf-Pokémon. Wir werden sehen, wie es läuft. Freunde, ab geht's. Rein in den Kampf. Let's go! Und das ist natürlich der Lead, den wir erwartet haben. Die Nebelmaschine, meine Freunde. So, der Bedroher von Moshpit wirkt und senkt direkt den Angriff dieser beiden Monster. Jetzt ist die Frage, drücken wir auf die Hitzewelle? Oder drücken wir auf die Nebelexplosion? Ich glaube, die Hitzewelle wäre hier definitiv das Richtige. Und mit Moshpit könnten wir theoretisch auf den Nahkampf drücken. Oder wir könnten rauswechseln zum Pyrotechniker, damit die Fähigkeiten von den beiden nicht mehr wirken. Allerdings wäre das relativ riskant. Dementsprechend gehen wir einfach. Ja doch, das machen wir so. Komm, wir gehen zum Pyrotechniker. Und da kommt das Reaktionsgas. Und die Dynamax kommt direkt raus. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es das Ding. Richtig. Oh, ich bin schon so gespannt. Ich bin schon so gespannt, ob Shiny Lilligant hier einen weiteren Sieg für sich beanspruchen kann. Doppelkämpfe hat er, glaube ich, erst einen hinter sich. So. Geht auf die Nebelmaschine. Killt diese. Trotz minus 1, wow. Okay, das ist sehr interessant. Die Spezialverteidigung steigt. Verliert Life Orb. Damage, der Kraftkoloss kommt raus. Wird in den Gegner reingehen, wo er durch den Bedroher einen Crit bekommt. Wow, okay. Auch hier wieder sehr viel Luck am Start.
aber es sei ihm gegönnt. So, der Pyrotechniker heilt wieder ein bisschen gegen den Sandsturm. Jetzt kommt Moshpit nochmal rein. Und haut noch einen weiteren Bedroher raus. Das bedeutet, haut nicht noch einen weiteren Bedroher raus, weil der Pyrotechniker noch am Start ist, right? Ah, das ist jetzt ein bisschen blöd. Okay. Lass mich kurz überlegen. Gehe ich auf den Nahkampf auf Malphite? Er wird wahrscheinlich mit Smash auf den Pyrotechniker gehen, right? Ja, machen wir einfach mal. Machen wir einfach mal. Malphite wird zurückgerufen. Wenn jetzt das Geist-Pokémon... Oh, er holt den Chat rein. Let's go. Das war richtig gut gespielt von ihm. Das war richtig gut gespielt von ihm. Und da kommt er, deiner Erdstoß. Geht der auf Smogmog? Ja. Okay. Interesting. Steigert sein Spätzdef weiter. Jetzt aktiviert sich aber der Bedroher. Und schwächt Smash weiter. Und jetzt kann ich aber leider nicht mehr rauswechseln. Das heißt, es war der letzte Bedroher. Und da kommt der Nahkampf gegen Jet, der gar nichts macht. Was aber okay ist, denn damit bin ich auch nicht geschwächt. Und jetzt kommt die Rampensau. Und jetzt schauen wir mal. Bisher richtig schön souverän gespielt. Kann man nicht anders sagen. Aber mein Gengar ist ein Dynamax-Pokémon. So, jetzt nahkampfen wir aber Smash und Dynamaxen obviously dieses Ding hier. Gehen auf die Giga-Spuksperre auf Jet. Was er switchen könnte theoretisch zu seinem Tyranitar, würde er resistieren. Oder er greift einfach an. Ist auch schneller als mein Gengar. Aber Gengar ist natürlich in der Dyna bulky genug, um einen Hit zu fressen. Außer er doubelt mich. Wir werden sehen. Aber er scheint gute Karten zu haben. Sehr, sehr, sehr sauber gespielt an der Stelle. Und jetzt kommt der Dyna Erdstoß. Der natürlich, wow, trotz minus 2 Gengar einfach komplett zerstört, ne? Heilige Mutter Maria. Damn, okay. Das war sehr stark. Alter, ich dachte, dass Smash auf minus 2 nicht mehr so viel Damage macht. Bin ich ganz ehrlich mit euch. So, da kommt der Nahkampf, der nicht killen wird, weil, warum sollte es auch? Right? So, der Sandsturm kommt auf Jet und jetzt steht es 4 zu 1. Und ich glaube, so gemein Moshpit auch ist, Moshpit wird hier nicht mehr viel reißen. Crazy, was hätte ich in diesem Kampf anders machen können? Ich hätte probably anstelle zu switchen einfach mit Moshpit auf den Nahkampf drücken sollen und dann mit dem Reaktionsgas den Sandscharrer quasi negieren, damit ich mit Rampensau outspeede. Ich hätte for real nicht gedacht, dass ein minus 2 Boden-Move killt. Hätte ich nicht gedacht. Weil das halbiert halt seinen Angriff. Right? So. Okay. Ja. Jetzt muss ich mehr oder weniger Smash eigentlich. Ja, wobei, eigentlich muss ich Jet angreifen, ne? Schauen wir mal. Da kommt der Beulenhelm. Kriege ich den Flinch? Nein. Der Spukball wird resistiert. Aber es ist halt immer noch Stab. Und das reicht. Da, meine Freunde, hatte ich absolut nichts entgegenzusetzen. Das hat Shiny Lilligant einfach so gewonnen. Komplett überrollt. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, mit diesem Team haben wir gute Chancen. Aber, meine Freunde, es war noch nicht der letzte Arena-Leiter. Denn noch warten Shanti und die Queen auf ihn. Und Shanti und die Queen haben in dieser Arena-Leiterburg den ein oder anderen Kill auf dem Gewissen. Tja, herzlichen Glückwunsch an Shiny Lilligant zu diesem Sieg, alter Schwede. Da hat er mich richtig schön outplayed. Ich konnte wirklich nicht den Gameplan umsetzen, den ich im Kopf hatte.
Nichtsdestotrotz muss er jetzt noch an Dean Quinn und Shanti vorbei. Und mit Dean Quinn und Shanti fühle ich persönlich mich wahrscheinlich am wohlsten, weil die eine sehr starke Strategie haben mit Pokémon, die ich relativ gut kenne. Aber, meine Freunde, er hat sich sehr, sehr stark geschlagen. Und das ist die letzte Hürde, um in die Top 4 zu kommen. Da verfliegen zwar alle Continues wieder, aber er hat eine Chance, gegen die Top 4 anzutreten. Und auf die freue ich mich persönlich sehr. Also, ich drücke mal die Daumen für ihn. Aber, again, einfach machen werde ich es ihm nicht. So, da kommt er wieder mit seinem Team um die Ecke, meine Freunde. Und jetzt schauen wir doch mal. Was nehmen wir in den Kampf? Er hat jetzt den ein oder anderen Kampf auch schon auf YouTube mitverfolgen können, da ja jetzt die Arena-Leiterburg leider schon draußen ist. Da ich krank war und nicht aufnehmen konnte, haben jetzt einige Teilnehmer die ersten Teams bereits gesehen. Dementsprechend kann er sich natürlich ein bisschen besser vorbereiten als die anderen. Aber it is what it is. Leider lässt sich's nicht oder ließ es sich nicht verhindern. Jetzt wollen wir aber rein in die gute alte Stube. Oh Gott. Ich denke, dass ich das Sandsturm-Team definitiv mit dem Wasser auskontern muss. Die Frage ist nur, was mache ich an der Stelle? Ich denke, ich werde zu Kerchak und Dancing Queen, Naveen in the back und Kar, King Louis sind ein bisschen zu slow. Shere Khan könnte mit dem Schuckebeere für Überraschungen sorgen. Und den ein oder anderen Nahkampf droppen oder so. Freunde, jetzt ist alles möglich. Ab geht's in den Dschungel zu Dean Quinn und Shanti, meine Freunde. Einer der Publikumslieblinge tatsächlich. Los geht's. So. Und da startet er selber mit seinem Rillaboom und Shiny Lilligant. Was wunderschön ist, Alter. Ohne Witz. So ein schönes Pokémon. So, jetzt ist die Frage. Was wird passieren? Drücke ich den Eisstrahl? Ich glaube, ich drücke den Dynafrost auf Racy und baller mal eine Kehrtwende auf Racy oder einen Holzhammer auf Affe mit Waffe. Habe ich irgendeinen Switchen, den ich gerade gerne hätte? Nein, aber Naveen kann halt den Regen rausbringen, right? Okay, machen wir mal, doublen wir mal Racy. Auch wenn ich dieses Ding nicht doublen will, aber ich kann es halt nicht aufsetzen lassen. Ich habe Angst vor Shiny Lilligant. Also, von seinem Pokémon. Natürlich nicht vom Contender. Wobei, er zeigt sich wirklich, wirklich sehr stark. Aber ich freue mich, wenn er durchkommt, kann ich wieder mal die Top 4 spielen. Aber, again, ich darf es niemandem zu einfach machen. Im Gegenteil, ich gebe mein Bestes. Und wenn man mich halt komplett auseinander nimmt, dann würde ich das wahrscheinlich gerne drauf schieben, dass ich biased bin und jemanden durchlasse. Aber in Wirklichkeit ist es einfach mein schlechter Skill. So, let's go. Mit Dynamaxen. Und auf Kapaloris ist er natürlich vorbereitet. Er weiß jetzt, was kommt. So. Mogelhieb auf Kerchak. Interesting. Alright. Falte rein. Jawohl. Das Ding kriegt jetzt Spezialangriff, Spezialdef und einen Initiative-Boost. Und wir schrecken zurück. Aber der Dynafrost ist da. Oh boy. Und killt. Almost. Dieses Ding. Okay. Jetzt ist die Sache die. Wie killen wir das Ding? Wechsel ich zu Naveen? Wechsle ich zu Naveen und deiner Froste, weil dann bin ich schneller im Regen. Oder was mache ich hier actually? Das Ding ist, was könnte Racy?
Was könnt die jetzt? Das hat übel Damage gemacht. Da habe ich mich verschätzt. Warte mal. Ich könnte aber auch einfach Gras rutschen. To be honest. Ich könnte auch einfach die Grasrutsche nutzen. Denn ich wurde ja geflincht. Und dementsprechend habe ich keinen Move rausbekommen. Und Grasrutsche wird zwar resistiert. Aber im Pflanzenfeld mit einem Walband. Oh, Gigatrom. Das ist sein Dynamax-Pokémon, beziehungsweise sein Giga-Dynamax-Pokémon. Der Affe mit der Waffe. Und da kommt die rechte Hand. Okay. Sehr schön erscheint, seine Strategie geändert zu haben und in Gortrom jetzt zu investieren. Sehr schön. Das war's mit Racy. Hat aber die rechte Hand rausbekommen. Aber Dancing Queen ballert einen richtig fetten Move auf den Affen mit der Waffe. So, jetzt kommt das Getrommel. Wow! Oh mein Gott, und das hat richtig Damage gemacht. Holy moly! Eieieiei, das hat Dancing Queen komplett neutralisiert. Huiuiuiuiui, okay. Damn, ein neutraler Hit, der mich geone-shottet hat. Tja, mit dem Pflanzenfeld und mit der rechten Hand ist das natürlich, naja, ne, kann man das mal machen. So, jetzt ist die Frage. Shere Khan oder Naveen? Oder Naveen? Ich gehe zu dem kleinen Fröschchen rein. Und mein Gegner trommelt wie ein Schwein. Alter, die Musik passt so gut zu Affe mit Waffe, wie er gerade die Dschungelmusik trommelt. Ja, jetzt ist die die Frage, ne? Was mache ich jetzt? Versuche ich zweimal mit Prio die Affe mit Waffe, den Affen mit Waffe zu killen? Donkey Shot war das Ding. Okay, das ist interesting. Ha, da muss ich tatsächlich auf Donkey Shot gehen. Ich protecte mit Naveen, da ich da überlebe. Und muss im Pflanzenfeld versuchen, dieses Ding zu one-shotten, Alter. Mit dem Walband, die Grasrutsche, sehr fragiles Teil. Yes! So, jetzt geht er natürlich auf die Pflanzenattacke, die uns durch das Schutzschild trifft. What? Oh mein Gott, das war ein Crit. Wow. Wow. Warte mal. Hatten die Giga Dynamax Moves nicht noch irgendwie einen Zusatzeffekt oder war das nur bei Wulaosu, dass man nicht protecten kann? Weil eigentlich hätte das ein Viertel machen sollen und wir hätten dann das relativ easy tanken sollen und damit der Citrobeere wieder auffüllen. Aber alter Schwede. Aber das könnte relativ knapp werden, um ehrlich zu sein. Da kommt der Sandsturm wieder raus. Ich denke, die Plasmafäuste sind definitiv nicht gut. Ich gehe mit der Grasrutsche. Wenn er jetzt Protect auf Malphite hat, kann er mich richtig dribbeln. Aber der Plan ist, mit der Grasrutsche mal fit rauszunehmen und dann mit dem Nahkampf Affe mit Waffe zu treffen, um in der kommenden Runde den Affen mit der Waffe zu killen. Da dieser mit dem Pflanzenfeld wahrscheinlich eine Grasrutsche aus der Range auch nicht mehr überlebt, ne? So, da kommt sie. Und die nimmt Malphite einfach raus. Ey, deswegen ist Gortrom so ein verficktes Biest, Alter. Der Gorilla ist so böse. So, da kommt der Nahkampf. Schwächt den
Spätzdev und den Dev wert. Jetzt ist die Frage, auf was geht er? Er geht auf Shere Khan. Shere Khan stirbt direkt. So, und jetzt, meine Freunde, wird der Affe mit Waffe wieder klein. Er wird wieder klein. Und haben wir nicht schon einmal ein Mirror-Match gehabt? Nur beim letzten Mal war es bei Skavola beide Stalobor. Stalobor gegen Stalobor. Und jetzt haben wir wieder ein Mirror-Match. Und zwar Rillaboom gegen Rillaboom. Und das Grasfeld ist noch draußen. Und ich bin auf Grasrutsche gelockt. Und ich glaube nicht, dass er das überleben kann. Ah, und damit besiegen wir Shiny Lilligant mit Rillaboom in der allerletzten Runde. Ah, der Affe, er war wieder zu stark. Meine Freunde, aber Shiny Lilligant hat noch ein Continue, was er sich erarbeitet hat. Und dies kann er in der nächsten Folge verwenden, um die Queen und Shanti nochmal herauszufordern. Und vielleicht schafft er es ja in die Top 4. Bis zum nächsten Mal.